da noch und da soll noch eine Reihe hin. So. Ich glaube, das ist genug. Da kann man sogar noch ein bisschen Zaun dran machen. Das Holz kann man wieder weg. Ne, Moment, das Holz. Das hier. Die Zone. Ja, ihr wisst ja, meine Zielgenauigkeit hier mit dem Pfeil, Dingsbums, die ist ja nicht so groß. Noch ein bisschen, oder? Muss man sich da irgendwie durchkämpfen? Das kann eigentlich auch weg hier. Man soll ja da nicht runterfallen, das ist ja gar nicht so gedacht. Aber andererseits wäre es schon cool, wenn man da in einer Ebene da hinlaufen könnte. Ja, dann mache ich da einfach Stufen hin. Oh genau, das ist doch cool. Da und da ist Platz für Stufen und dann mache ich da so Stufen hin, sowas wie das hier. Kann ich die Holzdinger gleich lassen? Oder machen wir die aus... Ja, komm, die lassen wir jetzt so aus Holz. So, aber dann kann ich auch hier, weil es hier auch so wie das runtergeht, so noch ein bisschen Zaun hinmachen. Dann, oder mache ich den Zaun? Ja, doch, ich lasse da ein bisschen mehr Platz. Das gefällt mir so nicht. Also die Idee, da Zaun zu haben, die ist schon ganz gut. Ich kann den aber eigentlich doch auch... Ne, das, glaube ich, war jetzt nicht gut. Ist zu niedrig. So hinmachen. Jetzt müsste ich nur einen Weg finden, wie ich da hinten runterkomme. Ohne da die Bäume zu kaputt zu machen. Ah ja, aber so geht's doch. Genau, dann mache ich jetzt das hier wieder weg. Das braucht's nicht. Und da will ich gerne mit Erde etwas unterfüttern, damit der Zaun da nicht so in der Luft hängt. So. Okay. Ach, ja, genau, stimmt. Da soll noch eine Stütze hin. Sonst hängt das da so in der Luft. Das sieht auch nicht gut aus. Auch wenn man da unten nie hinschaut. Ach so, da muss ich ja... Ich weiß. Ah, ne, da mache ich einfach zwei von diesen Dingern hin hier. So, zack, zack. Noch einer. Das geht aber weit nach unten. Aber okay. Ne, da komme ich ja nicht hoch. Ich muss da außen rum. Ja, doch, jetzt kann man da schön sicher da langlaufen. Da vorne ist natürlich jetzt nichts, oder zumindest vorläufig noch nichts. Ja, da will ich auch erstmal noch nichts hinmachen. So, ich will jetzt erstmal mit der Hütte wieder weitermachen. Da, so kommt die Tür hin. Hier habe ich einen Ansatzpunkt. Ja, ach so, ja. Ja, egal, ich baue jetzt mal schnell die Tür zu. Oh, das wird aber auch knapp hier. Ja, das soll aber so überstehen. Das gefällt mir auch so. Also das ist jedenfalls die Idee, die ich da so hatte. Das, ja. Es lässt sich schon machen. Oder soll ich das doch vielleicht noch... Nee, weiter nach... Nee, das lasse ich schon jetzt so. So, ach, da kann ich ja dazwischen bauen. Hier, so. Dann sollte ich aber erstmal das hier bauen. So, das soll ja wieder überstehen. Und jetzt gehe ich aber erst rein. Der kann wieder weg. Da soll ja die Tür... Also die ist ja schon da, aber da kommt kein Türblatt hin. Das lasse ich so offen. So ein offener Durchgang. Ja, und ich kann schon mal mein Bett hinstellen. Irgendwo da in die Ecke. Stelle ich jetzt mal da. Irgendwo dahin, wo es sich hinstellen lässt. So, hier. Ja, es dauert eben noch ein bisschen, bis Nacht wird. Das heißt, ich kann mich nochmal um die nächste Reihe kümmern. Ach so, haha, ja. Jetzt muss ich ja doch wieder umständlich machen. Ja, ist egal. Das ist egal, dann fange ich eben hier mal mit Erde an. Jetzt muss ich schauen, der soll wieder ganz nach draußen gehen. Kann ich das so... Ach doch, hier, so kann ich es ja machen. Ja, doch, wunderbar. Einer draußen. Und da hinten... Ah, die Erde weg, ja. Und der soll jetzt auch da überstehen, richtig, so. Oh, es ist dunkel. Und die sollen jetzt nicht hier überstehen.
Ja, ich lege mich ja gleich hin. Ja, jetzt sehe ich sowieso nichts mehr. Also ab ins Bett. Ja, heute gibt's nur Wasser. Einfach nur so Mineralwasser. Auf orangen Saft habe ich keine Lust gerade. Ist das so richtig? Ja, das endet hier so, genau. So, und dann diese hier in dieser Richtung, der steht wieder über. Das wird jetzt etwas komplizierter, glaube ich. Weil ich da nicht so gut... Ja, aber ich kann da runterspringen. Okay, alles klar. Kein Problem. So. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Und hier jetzt noch da drüber, über den Türstock. Oder nein, das ist der Türstock hier, der alte Balken. Ja, also wie gesagt, groß ist die Hütte nicht, aber das macht ja nichts. Braucht sie auch nicht. Da steht eben ein Bett drin. Oder das könnte ich... Ich will hier noch ein Dach drauf machen. Und dadurch wird das Ganze ja noch höher. Sodass ich einen Dachboden auch noch kriege. Und dafür, um dahin zu kommen, brauche ich ja die Leiter. So. Aber wo soll das jetzt... Ja, ich muss noch eine weitere Reihe da machen. Irgendwie so. Also ja, ich baue einfach mal so, ne? Also wie gesagt, ich habe mir das so ausgedacht, wie das denn so sein sollte. Es ist aber nicht genau hundertprozentig definiert. Und wenn das jetzt nicht so aussieht, wie ich mir das vorgestellt habe, dann ist das ja auch nicht so schlimm. Aber so ungefähr, so im Großen und Ganzen, sollte es das schon. Und das tut es dann auch. Also bereits jetzt schon. Das, so wie es jetzt ist, so ist es gut. Jetzt muss ich nur sehen, dass ich dann auch... das ist das hier so. Ja, genau. Dass ich das Dach auch vernünftig hinkriege. Ja, okay. So. Jetzt baue ich erstmal noch diese Reihe weiter. Moment. Nicht runterfallen. Und dann kümmern wir uns ums Dach. Dafür ist nämlich das andere Holz dann da. So, das da soll auch jetzt hier raus überstehen. Ja, da komme ich hin. Sehr gut. Zack, zack. Okay, und jetzt müsste dann irgendwie das Dach da drauf, aber da. Wie mache ich jetzt das da? Am besten noch, also das Dach gleich hier, die Decke gleich hier. Nee, das ist zu niedrig. Nee, das muss noch eins höher. Ich mache es einfach mal dahin. Ja, da bleibt er frei für die Leiter. Ich mache einfach mal und dann schauen wir mal, wie das so aussieht dann. Aber ich glaube, das ist so ganz in Ordnung. So, genau. Noch eine Leiter hin. Ja, aber kommt da jetzt noch so eine Schicht drauf oder eben nicht? Nee, aber das würde sich doch jetzt auch schon anbieten, hier schon mit dem Dach anzufangen. Ich mach das mal. Und zwar hier. Moment mal. So, das Dach soll ja eins... Ja, das soll auf jeden Fall eins überstehen hier so. Genau. Und das soll so ein ganz normales Giebeldach werden. Am besten nicht allzu hoch. So, da noch und da noch, dann steht das über. Und jetzt versetzt dazu schräg eins drüber. Das heißt, ich mache hier mal ein bisschen Erde hin und da noch eine drauf, so. Noch eine
einer, genau, ja. So, seht ihr, jetzt wird das nämlich hier so schräg. Damit eben auch so ein Giebel dahin steht. Und ja, diese Erde hier muss natürlich weg. Aber was soll ich mit dieser Spalte da unten? Die kann ich ja nicht brauchen. Das heißt, ich werde da einfach noch Holz hinsetzen. Das kann man weg, ja. So, okay. Ach, da muss ja da nochmal ein Stück Leiter hin, oder? Ja, es ist nicht verkehrt. So, und da hinten auch. Ah, das ist mal wieder so ein richtig schönes, kleines, kompaktes Projekt. Ich habe da eine schöne Stelle entdeckt und da dachte ich mir, da gehört eine Hütte hin oder irgendwas Nettes eben. Und, bin gerade dabei, das zu machen. So, das ist ein richtig schönes Projekt. Da kann man sich auch so richtig schön reindenken und sich vorstellen, wie das wäre, wenn man das wirklich in echt hätte, dass man sich dann da sowas hinbaut und dann immer wieder mal hingeht und sich da in die Hütte setzt und was Leckeres zu essen und zu trinken mitnimmt, was zu lesen und was auch immer. Und da einfach mal ein paar schöne, nette Stunden verbringt. Wo man mal seine Ruhe hat und eine schöne Aussicht hat auch. Ach so, ja, hier, das war ja noch offen, genau. Dann mache ich das jetzt einfach hier mal so mit so einem Holz zu. So, das kann ich ja dann auch hier machen. Ach so. Ich sehe gerade, der Baum hier ist ein wenig im Weg. Soll mich jetzt erstmal nicht stören. Ich mache das... Ich werde jetzt von dem Baum das Laub entfernen, aber nur so viel wie unbedingt nötig. Denn das Dach soll auf jeden Fall schon ganz und komplett fertig sein. Fertig werden. Nee, der Baum stört. Der muss... Nee, oder? Moment. Vielleicht können wir den ja versetzen. Der ist aber sogar wahnsinnig hoch, ne? Nee, ich will ihn so lassen. Dann mache ich das Dach ein bisschen kürzer. Das ist ja in Ordnung. Wo habe ich jetzt die... Hier. Dann steht das Dach da eben nicht über. Aber dann ist das eben so. Macht ja nichts. Dafür bleibt der Baum da. Das ist, stellt meines Erachtens nach auch einen Wert dar, dass der Baum hier bleibt. So, aber hier, ja, so. Die nächsten Balken vom Dach. Okay, nur nicht runterfallen. So, okay. Und jetzt kann ich auf beiden Seiten... doch eigentlich schon für Fenster sorgen, oder? Oder ich mache jetzt mal das Dach fertig. Das braucht jetzt nicht mehr so hoch zu werden. Also noch nicht noch so viel mehr wie hier. Aber ja, doch vielleicht eine Lage höher noch. Das wäre wohl nicht verkehrt. Ist das so? Ja, doch so. So soll es sein. Okay. Machen wir das Ganze da drüben auch noch. Ja, der kann weg. Der natürlich auch. Und ihr seht jetzt hier nochmal ganz explizit, das Ding hier, das hängt wirklich komplett in der Luft. Das ist nicht verbunden mit dem anderen hier. Das könnte ich machen, aber... Ja, also ich mag das eigentlich nicht, wenn die Dinge da so in der Luft schweben. Andererseits will ich das auch nicht wegmachen. Irgendwie. Nun ja, dann bleibt es jetzt eben erstmal da. Ja, doch, ich muss ja schon noch eins höher. Und da kommen aber auch Fenster hin. Allerdings hier und da kommt erstmal ein Rand hin, so. Ja, doch, genau. Und das kann ich ja da oben auch machen. So, da und da. Oh, ist das richtig? Ja. Mhm. So, und dann kann ich hier noch ein Stück dran setzen, wo das Dach ja noch hin soll. Okay, ja, wunderbar. Das sieht gut aus hier. Dann kann ich schon mal hier noch
das da, das, die Fenster machen wir so. Ja, genau. Ja, und da oben drauf kommt jetzt das Dach. Das ist eine Dreierbreite dann. Also der Rest des Daches. Das wird eine Dreierbreite. Ja, und dann sind wir hier auch mit dem Dach fertig, beziehungsweise auch mit dem ganzen Haus. Nur die Einrichtung fehlt da noch. Da. Und so ein bisschen so Zierrad und so weiter. Aber das Haus ist erstmal fertig. Das ist ja schon mal. Das ist ja schon mal etwas. Also Haus. Die Hütte. So. Ich habe übrigens vor kurzem, fällt mir gerade ein, gesehen, ich war auf der Suche nach einer Mod. Nach einer bestimmten. Ich habe auch eine gefunden. Die werde ich dann irgendwann mal einführen. Einfach nur so eine kleine, zweckmäßige Sache. Ich will natürlich, wie immer, nicht verraten, was es ist. So, machen wir das mal so. Ach, ich muss mich hinlegen, ne? Habe ich gerade ein Bett hier oben? Nee, natürlich nicht.